Hallo und herzlich willkommen bei Memory PC, deinem Kanal für Gaming, Hardware und mehr. Dir gefällt dieses Video? Dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere hier unseren Kanal. Heute zeigen wir euch, wie einfach es ist, in einem von unseren Systemen die Grafikkarte anzuschließen und einzubauen. So sieht euer System aus, wenn es bei euch zu Hause ankommt. Und das packen wir jetzt erstmal aus. Damit dein System bei dir zu Hause sicher ankommt, verbauen wir in jedem PC so ein Sealed Air Kissen. Dieses schützt deine Komponenten auf dem Transportweg, muss aber auf jeden Fall vor dem ersten Gebrauch entfernt werden. So, wir haben jetzt einmal den PC für euch geöffnet und jetzt schauen wir uns an, was ihr Schritt für Schritt zu tun habt. So, wir schauen uns jetzt an, wo in diesem System die Grafikkarte ihren Platz findet, und in diesem Fall ist das dieser PCIe 16-fach-Port. Wie ihr seht, ist dieser 16-fach-Slot durch dieses kleine Bauteil in eine kurze und eine lange Seite unterteilt. Und wie ihr dort die Grafikkarte einbaut, das zeigen wir euch jetzt. Wie ihr seht, findet ihr die Aufteilung in die kurze und die lange Seite, genau wie auf dem Mainboard, auch auf der Grafikkarte wieder. Und jetzt setzen wir das gute Stück ein, und zwar ist das in diesem Fall eine RTX 4090 von Gigabyte in der OC-Version. Und wir sehen hier wieder, wie beschrieben, kurzes Stück auf kurzes Stück und das lange auf das lange. Einfach von oben langsam drüber setzen und etwas nach unten drücken, bis das Ganze mit einem Klicken einrastet. Jetzt, wo die Grafikkarte im PCI-Slot eingerastet ist, befestigen wir sie noch mit zwei Schrauben hier an der Seite, bevor wir uns dem Netzteil widmen. So, nach dem Einbau der Grafikkarte widmen wir uns jetzt dem Anschluss des Stroms. Die Kabel dafür haben wir euch schon vorbereitet und die kommen in diesem Fall einfach hier rein. So, und um zu schauen, ob jetzt beim Zusammenbau auch alles funktioniert hat, machen wir das System einmal an. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne unseren Kanal. Und solltest du trotzdem noch offene Fragen haben, dann stell sie uns gerne unten in den Kommentaren. Und denke mal dran, wir lieben deinen PC.